Hallo, wir sind Jenny, Jackie und Maxi. Wir leben und reisen seit 3,5 Jahren in unserem Wohnmobil. Seit einem Jahr sind wir nun komplett unterwegs, da wir uns eine Auszeit genommen haben. Während dieser Zeit trafen wir schon auf viele tolle Orte und auch Menschen. Und wenn ihr mögt, begleitet uns doch dabei. Ja, und ganz neu jetzt mit dabei und mit an unserer Seite ist der Figu. Ein kleiner Fusselgeigo. So, jetzt musste ich gerade mal ganz schnell zum China-Shop fahren. Zum Glück hatte ich mein Fahrrad noch nicht reingepackt. Ich wollte mein Fahrrad gerade wegpacken und bin gerade mit meiner besten Freundin am Telefonieren. Der zerkaut der Figu mein Ladekabel. Und ich habe heute Mittag noch, ich hatte gerade erst ein neues, weil der schon eins zerkaut hat. Und ich habe heute Mittag noch gedacht, nimmst du dir eins mit? Zur Vorsicht? Ach nee, komm. Wird schon nicht passieren. Und ich räume das wirklich immer weg. Immer mache ich das raus. Und jetzt bin ich am Spülen, bin am Telefonieren und der sitzt hier und direkt in 4 Einzelteile. Ich muss immer. Jetzt esse ich mir erstmal einen griechischen Stracciatella-Joghurt. Und genieße ein bisschen hier vom Fenster aus den Sonnenuntergang, aber es ist ein bisschen bewölkt. Moment. Ich muss noch ein bisschen gucken, bitte. Der Figo baut sich gerade ein Nest da hinten in meinem Bett. Ein Kuschelnest, das darf er. Guten Morgen. Da macht schon jemand Frühschwimmen. Und wir genießen hier den Strand. Am frühen Morgen. Das Einzige, was uns stört, sind Angler am Hundestrand. Finde ich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil ja ein Hundestrand, da dürfen ja Hunde freilaufen. Und wenn da natürlich irgendwelche Fischdinger sind, ist ja logisch, dass die Hunde anziehen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich doof. Naja. Wir schauen jetzt mal. Vielleicht gehen wir jetzt doch mal eben in den Hundeauslauf. Ja, und dann schauen wir mal heute weiter. So, wir sind jetzt schon wieder im Hundeauslauf. Eine geraume Zeit. Da kommen sie an, die Mäuse. Ich vergesse das nur immer. Hey, Hase! Hey, Mäuse! Ich vergesse noch immer, die Kamera anzumachen. Nicht so gut. Ja. Hier knallt es von gegenüber. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Aber es ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sprengen die Berge da hinten oder so. Ich weiß nicht, was hier los ist in Almeria. So. Wir sind hier wieder auf diesem schönen großen Platz. Richtig schön. Groß mit Trinkstelle, mit einem Röhrchen, ja, mit einem Tunnel. Und hier ist ein kompletter Agility-Platz. Hier. Richtig schön mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ach, kann man gar nicht sehen hier, wenn ich hier so an dem Gitter bin. Naja, auf jeden Fall ganz schön. Da sind die Mäuse. Die gehen gerade voll ab unter den der Figu. Wie nennt man das nochmal? Tronxen, glaube ich, ne? Tronxing oder so. Ja, du bist ein Schmuser, ne? Der lässt sich nämlich immer von den Bäumen streicheln. Oh, der Maxi auch. Muy bien. Komm, Mäuse. Na komm. Und daneben an ist noch ein Platz für Junghunde
bis 6 Monate, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube schon. Ne, Schatz? Ja, geh mal laufen. Geh mal spielen. Ja. So, wir genießen noch ein bisschen den schönen Park hier. Der ist sehr, sehr trocken. Und zurzeit auch sehr, sehr ungepflegt. Leider. Schade drum, weil ein wirklich schöner Park ist. Ist eigentlich ein Träumchen für jeden Hund, weil der komplette Park eingezäunt ist. Also ich weiß nicht, wie viel Hektar dieser Park hat, aber das ist ein Traum für jeden Hund. Also hier sind auch eigentlich, also vorne steht ein Schild, Hunde verboten, habe ich glaube ich gestern schon mal gesagt. Da hier aber alle Leute, auch letztes Mal schon, als wir hier waren, alle, wirklich alle mit den Hunden hier spazieren gehen, weiß ich nicht. Und hier sind auch diese, Hundetränken hier überall in dem ganzen Park. Ich denke, Hunde dürfen wahrscheinlich nur nicht abgeleint sein. Ich meine, hier sind zwar 1000 Hunde, die hier laufen, die nicht angeleint sind. Vorsicht, Mäuse, weiter. Deswegen laufe ich auch hier, bin ich ganz ehrlich, weil letztes Jahr, da hinten laufen welche mit dem Hund, hier läuft wieder einer mit dem Hund, da hinten läuft einer mit rein, die sind alle frei. Also von daher bin ich auch einfach so böse und lass meine Hundis hier mitlaufen. Weil es wirklich ein toller Pfad ist zum Laufen. Also wirklich toll. Ja, von daher, ja. So, was ich meinte ist, der Park ist so toll. Und da der so toll eingezäunt ist und hier wirklich die Hunde rennen können ohne Ende, also auch mal weglaufen könnten und es würde nichts passieren, weil der wirklich rundrum eingezäunt ist, denke ich, werden das viele Leute im Sommer ausnutzen. Oh, da wird sogar der Rasen gesprengt, sehe ich gerade. Werden das viele ausnutzen. Und das wird ausgeartet sein hier. Hat die Hunde dann alle hier laufen und überall hinscheißen. Ist ja auch nicht schön, kann ich auch total verstehen. Ich finde es selber auch ekelig, wenn überall hier Scheiße. Also, wenn ich hier spazieren gehen würde und hier würde rechts und links Scheiße liegen, finde ich ekelhaft. Und da das immer mal wieder vorkommt, denke ich, werden die deswegen dieses Schild aufgestellt haben. Ich denke, wenn man mit den Hunden hier an der Leine spazieren geht, das wird nicht das Problem sein. Also hier laufen jetzt auch ganz viele ohne Leine. Um Gottes Willen. Also eigentlich laufen hier nur Leute mit Hunden. Ich habe noch keinen ohne Hund gesehen. Doch, einen Jogger, eine Joggerin. Ja, von daher, naja. Wir genießen es auf jeden Fall. Na, Mäuse? Figo, der Hackenlatscher. Figo ist nämlich mein neuer Schatten. Wenn nämlich nicht die Jackie in meinem Schatten läuft, dann läuft der Figo in meinem Schatten. Ja. Einfach so schön. Nur die Vögel, kein Lärm, keine Menschen, nur die Hundis und ich. So schön. Vielleicht sehen wir ja sogar, da sind Schildis. Guck mal, da laufen so. Jackie, komm mal her. Da sind ganz viele. Ganz viele Schildkrötis. Ja, ganz viele.
retten sollen. Ich glaube, die essen den. Kann man gar nicht sehen, weil die jetzt alle so im Schatten sind. Das ist der Wahnsinn. Wissen, was hier in Almeria ständig so knallt. Wie als wenn die da irgendwelche Sprengungen in den Bergen machen. Wahnsinn, jetzt natürlich nicht. Gar nicht, ne? Das Blöde ist nur, dass hier irgendwie die Straße gegossen wird, das ganze Unkraut wächst und der Boden, also die Pflanzen, die Wiese, stopp, die hat da irgendwie nichts von, weil in der Mitte sind gar keine, nur an den Rändern und die laufen alle über und läuft alles nur auf die Wege. Schade, nicht gut durchdacht. Erstens erledigt im Fahrradgeschäft gewesen, Luft aufgefüllt, weil irgendwie hatte ich fast keine Luft mehr. Und jetzt Wäsche abgeholt, gepackt, weiter geht's nach Hause und dann wird die auf die Spinne gehangen, wie auch immer. Achso, übrigens hier Waschsalon, ne? Aussicht vom Waschsalon ist übrigens die, geil, oder? Zurück vom Wäschewaschen. Parkplatz. Und
Und hier kann man halt keine Wäsche raushängen. Aber man kann hier mal ein bisschen lüften. Und dann geht das auch schon, ne? Noch wüsste, wo meine Wäscheklammern sind, wäre das noch besser. Soll ich doch gleich mal schauen? Jetzt will ich beim Wäsche aufhängen zu gucken. Ich mach mal weiter. Tada! Fertig! Einmal da. Und einmal da. Im Eingang hängen so ein paar Kleider. Ein bisschen lang. Und der Rest steht hier. Auch schön im Eingang. So. Und jetzt kann ich mir sogar noch was zu essen machen. Ich würde sagen, aber nee, Quatsch. Nee, also wirklich, da ist kein Bedarf. Da, nee. Bin zufrieden, so wie es ist. Ich habe meine zwei Männer hier und ich bin glücklich. Um Gottes Willen, wenn es mal irgendwann einfach irgendwie passieren sollte, dann passiert das natürlich, gar keine Frage. Aber nö. Weil die sagen immer, wie kann das denn, wieso denn? Und na, nee, wieso denn nicht? Also ich finde, also ich bin glücklich, so wie es ist, mein Hundis. Ich treffe viele nette Menschen unterwegs, führe viele schöne, interessante Gespräche. Und was will man denn mehr? Ich bin gerade mit mir beschäftigt. Also ich erstmal. So, wir sind wieder am Strand, unsere Abendrunde. Jetzt war ich gerade schön duschen, hier am Strand mit meinen Flippis und der Strand ist ja ein bisschen dunkel. Also man hat immer direkt wieder dreckige Füße hier vom Strand. Aber es ist trotzdem noch richtig schön. Man kann es noch richtig schön genießen. Am liebsten würde ich mir jetzt noch meinen Stuhl rausholen und mich mit den Hundis ein bisschen hier an den Strand setzen. Richtig, richtig schön. Jackie ist schon wieder adios, amigos. Guten Morgen vom Hundeauslauf. Bibi Mausi. Komm, Schatz. Super. Ein bisschen bewegen, Mäuse. Ein bisschen mehr noch. Ja, es ist schönes Wetter. Es ist noch angenehm im Moment. Die Sonne scheint. Hey! Und wir genießen. Vielleicht gehen wir noch eine schöne Runde hier durch den schönen Park spazieren. Lässt Maxi sich erstmal durch die Bäume kraulen. Oh! Oh! Fein! Ey, langsam! Nicht mich umrennen!
Langsam! Maxi! Ey! Ja! Ah, ui! Hey, langsam! Müsst mich nicht umrennen. Super, Schatz. Super. Super, Maxi. Toll. Upsala. Oh, das ist rausgefallen. Soll ich hier... Weiter. Weiter, geh schnell, Figu. Geh schnell spielen. Ja, super, Schatz. Super! So, die zwei Flitzer hier, da muss ich mich doch mal ein bisschen hinter den Bäumen verstecken, weil die sind so, mit Bremsen ist nicht so. Also, gefährlich, wenn die zwei hier loslegen. Oh nee, pinkelt der eine dem anderen über die Birne. So. Natürlich laufen wir noch eine schöne große Runde jetzt hier durch den Park. Wir waren jetzt schon schön im Hundeauslauf und jetzt laufen wir noch ein schönes Stück hier im Park. Und dann werde ich gleich mal meine Gasflasche wechseln. Und vielleicht Fähr- und Entsorgen. Ja, mal schauen, ob ich dann fahre oder nicht. Hund in der Haxe. So, Mäuse. Dann, bitteschön, dann geh rein. Jackie, hepp. Figo, hepp. Na komm, geh rein, Schatz. Komm. Jackie, mach hepp. Super. Maxi? Hello. So, jetzt war ich doof. Jetzt habe ich so lange geguckt und so lange überlegt, wo ich hinfahre. Er hatte mir da zwei Sachen rausgesucht. Und jetzt hatte ich eigentlich Bock, da hinzufahren. Und ist mir gerade eingefallen, wie am Freitag. Am Wochenende. Jetzt ist das wahrscheinlich so voll da. Unter anderem wollte ich gerne mal zu diesem Hippie-Strand mit diesen tollen Steinen. Wird am Wochenende proppevoll sein. Dumm Zeit gewählt. Wieder nicht aufgepasst. Passiert mir irgendwie ständig. Aber das ist, wenn man nicht aufpasst. Also wenn man nicht so im Wochenflow ist. Also es float ja alles so. Ohne zu wissen, wann es Mittwoch, wann ist Samstag. Ist ja schön, so wie es ist, aber blöd halt, wenn man solche Ausflüge dann am Wochenende machen möchte. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich jetzt noch hier bleibe oder ob ich weiterfahre. Weil weiterfahren finde ich auch doof. Ich will die Sachen nicht auslassen. Ey, da kann man rüberlaufen. Wie geil ist das denn? So, jetzt erzähle ich euch mal was zu unserem Figolino, zu unserem neuen Schatz. Ja, der war gar nicht geplant. Ich hatte es schon fast geahnt. Also ich bin mit Nadine zum Tierheim. Nadine hat mich gefragt, ob ich sie begleiten würde zum Tierheim. Da habe ich gesagt, na klar, mache ich das. Habe ich auch gemacht. Und also für mich stand immer fest, irgendwann kommt noch ein Galgo, aber nicht jetzt. Und wenn, dann ein Weibchen und irgendwie natürlich eine andere Farbe als Maxi.
Ja. Wie gesagt, Nadine wollte gucken, weil die wollte ja noch da ein Geigo-Mädchen retten. Und ich sag noch, pass auf. Sowas ist immer gefährlich. Ich gehe nachher da mit was raus und du ohne. Ja, und ich hatte schon ein Foto von Figo gesehen und da habe ich schon gedacht, so mein Gott, ey, was ein... Also die Augen, die sind so tief gegangen bei mir. Also das war, ja, direkter Tiefgang ins Herz. Ja, dann sind wir da gewesen und dann ist sofort um mich geschehen. Aber für mich war das Gute, das ist ein Rüde und das geht sowieso nicht mit Maxi, weil Maxi ist schon mal arschig bei Rüden. So. Und ja, sollte ja halt sowieso nicht so sein. Also, jetzt werde ich gerade beobachtet. Moment. So. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, auf jeden Fall war ich mir dann sicher, ist ja nun mal ein Rüde und da kann nichts passieren, weil wäre ja sowieso nicht der Hund, den ich dann nehmen würde. Ja, hin und her, der kam dann natürlich aber auch immer zu mir und ja. Dann kam ich so ins Gespräch mit der Petra, das ist die aus dem Tierheim, mit der Nadine Kontakt hatte und sich uns angemeldet hatte. Eine Deutsche, die dann sagte, ach, weißt du was, guck doch einfach mal. Komm doch morgen einfach nochmal wieder und dann kommst du mal mit deinen zwei Hundis wieder und dann geht er mal ein Stück zusammen spazieren. Dann lässt du Nadine an der Ecke stehen mit deinen zwei Hundis. Du holst den Figo aus dem Tierheim und dann guckt er mal, wie die reagieren. Ja, gemacht, getan. Und ich hol den Figo raus und war so schön. Und ja, dann stand Nadine mit meinen Zweien an der Ecke und dann kam ich mit Figo da an und die haben sich so gefreut. Die Jackie hat sich auch so gefreut über Figo, Maxi auch. Das war so schön. Dann sind wir zusammen gelaufen, als wenn nie anders gewesen wäre. Es war, als wenn es nie anders gewesen war. Es war einfach schön. Ja, super, toll. Ja, ja, und somit habe ich dann da nochmal echt mit mir gekämpft, so, wo ich gedacht habe, boah, ist das jetzt alles gut, Schatz, alles gut. Ist das jetzt das Richtige, was ich da tue? Aber mein Herz hat einfach gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ja, dann haben wir da gewartet. Dann muss ich den natürlich erstmal auf Probe nehmen, ob auch alles passt. Und also als Pflegefamilie kurzzeitig, ganz logisch, ne, wenn das nicht gepasst hätte, hätte ich auch sagen müssen, so, tut mir leid, geht nicht. Wer weiß, hätte ja auch auf engem Raum ganz anders sein können. Nee, aber war super. War wirklich von Anfang an tipptopp. Ja. Ja, und so kamen wir zu Figo. Und nun sind wir eine glückliche Familie. Figo, Maxi, Jackie und ich. Und ich muss sagen, mir hätte nichts Besseres passieren können. Wirklich. Also das war wirklich tipptopp. Bin ich echt dankbar für. Ja. Ja, der Figo war kurze Zeit nur im Tierheim, also 3 Wochen. Der war auch noch gar nicht inseriert. Da hatte ich Glück, ich hätte auch sagen können, da hatte ich Pech. Kommt immer so, wie es kommen muss. Dass es so kommt, hätte ich nie gedacht, weil, also ich bin totaler Hundemensch, total. Immer, also immer Hunde gehabt und ich hab aber gesagt, so, nee, keinen großen Hund mehr und ich bin eigentlich ein großer Hundemensch. Ja, Windhunde fand ich immer schon ganz toll von Kind an, habe ich aber noch nie so
den Bezug zu gehabt. Beziehungsweise ich habe nie irgendwie in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, wie auch immer, Leute gehabt, die Windhunde hatten. Ich kannte die immer nur von Bildern, von Messen und ja, von irgendwelchen Dokus oder wie auch immer, wo ich die dann wirklich toll fand. Ja, bis ich dann Nadine getroffen habe. Und da war es ja dann das erste Mal für mich geschehen, vor knapp einem Jahr, mit Maxi. Ja, jetzt knapp ein Jahr her, kommt der zweite, Figu. Ja, ich habe noch Platz, aber nein, ich möchte keinen mehr. Also jetzt nicht, vielleicht in ein paar Jahren, wie auch immer. Jackie ist jetzt 12, Maxi ist 8 und Figo ist 2. Jetzt sind wir erstmal ein gutes Rudel, so wie wir sind. Also ich finde schon 3 Stück ist top. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Ja, wie ich schon vorhin mal angeschnitten hatte, der Figo war erst seit kurzer Zeit im Tierheim. 3 Wochen. Der kam von einem Jäger. Wurde dort als Kettenhund am Baum gehalten. Kannte somit natürlich gar nichts. Ja, kam dann ins Tierheim und war dann ganze 3 Wochen da. Und ja, dann ist er schon zu uns gekommen. Natürlich auch eine Riesenumstellung für ihn. Und ja. Ja, er hat trotzdem sein Lachen nicht verloren und seine Liebe, sein gutes Herz zu den Menschen. Trotz, dass es ihm vielleicht nicht allzu gut ergangen ist. Ich glaube, es gibt schlimmere Jäger, so wie ich gehört habe, aber ja. Jetzt hat er gepiept, als wenn er sagen wollte, aber meiner war ganz schlimm. Nee, ich glaube, der war nicht ganz so schlimm. Also, und er ist ja auch im Tierheim abgegeben, ist auch scheiße. Aber besser, Jackie kommt aus der Tötungsstation. Also, Jackie kommt von der Straße und war dann in der Tötungsstation. Und ja, muss man alle nicht haben. Bricht mir dann auch immer wieder das Herz. Also, ja, Maxi ist so ein verwöhnter kleiner Stinkstiefel. Der war ja schon, also keine Ahnung, wo der die ersten 2 Jahre war. Wahrscheinlich auch beim Jäger. Danach war er 4 Jahre in der Familie. Und dann hat die Frau ein Kind bekommen und dann hatte sie keine Zeit mehr für den Hund. Somit musste Maxi dann weichen, Platz machen fürs Kind. Ja, leider. Ja, so ist es. Und jetzt sind wir ein buntes Rudel. Ja. Jetzt werde ich gleich noch mal ein kleines Rundchen mit den Mäusen spazieren gehen. Und dann ist Ende für heute. Okay. Er kämpft mit seinem Kissen. Oh je. Die Mäuse, die schlafen.